In diesem Video wird's richtig gefährlich, weil wie ihr seht, arbeite ich immer noch bei Stani Performance und vorhin hat mich der Mann vom Filmstudio angerufen. Hallo, ich bin der Mann vom Filmstudio. Ich hab gesehen, du hast unser Auto. Um 18 Uhr will ich das wieder haben. Sofort. Und Leute, wenn ihr das Video von gestern gesehen habt, dann wisst ihr genau, welches Auto es geht. Es geht nämlich um das seltene Kürbisauto, das es nur einmal gibt. Und Leute, das Auto habe ich doch gar nicht mehr. Ich habe das nämlich gestern im letzten Video verkauft. Deswegen müssen wir in diesem Video ein neues Auto besorgen, was so ähnlich aussieht. Oh Mann, es geht los, die Tür öffnet sich, die ersten Kunden können kommen und wie gesagt, wir müssen auf jeden Fall heute noch das Auto besorgen. Aber schauen wir uns erstmal an, was die Kunden heute zu sagen haben. So, der erste Kunde bitte reinkommen, der erste Kunde jo, bitte. Jo, auch schon weg. Howdy, guten mein Freund. Tag, howdy. Herzlich willkommen bei Stani Performance. Was können wir für Sie tun heute an diesem schönen Tag? Ich will mich bei Ihnen bewerben. Oh, Sie sehen aus wie Mechaniker, stimmt das? Ja, das ist korrekt. Ich bin Freddy. Freddy, lassen Sie mich mal eben überlegen, Mr. Freddy. Ich habe eine Ausbildung als Mechatroniker, jo. Leute, brauchen wir einen Mechaniker hier? Weil ich sage euch ehrlich, ich schaffe das kaum, die ganzen Kunden immer zu bearbeiten. Und eigentlich wäre das ja ganz gut, wenn da ein Mechaniker wäre, der die Autos tunt und so weiter. Das ist eigentlich eine gute Sache, aber kann man dem vertrauen? Was sagt ihr, Leute? Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Wir werden jetzt mal ein Praktikum denen ermöglichen, aber ob wir den fest einstellen, muss ich eh noch Stani fragen. Und das müsst ihr mir auf jeden Fall noch in die Kommentare schreiben. Ja. Ich würde sagen, Sie können ein Praktikum machen. Kommen Sie mal mit. Wir haben nämlich schon zwei Fahrzeuge, die Sie direkt mal tunen können. Da können Sie mich zeigen, was Sie können. Nämlich die Farbe und der Motor muss getunt werden. Toben Sie sich da gerne mal aus. Ja. Der Mercedes, ja. Der Mercedes und auch dieser seltene 40 Millionen Dollar Ferrari, der muss auch getunt werden. Ja, geben Sie mir 2 Stunden, ich mach das. Alles klar. Leute, 2 Stunden, der ist ja sogar richtig schnell, das ist ja mega stark. Ich würde sagen, wir besorgen jetzt erstmal das Auto für diesen Filmproduzenten, weil sonst kriegen wir nämlich richtig Ärger, weil wie ihr wisst, ich habe das Auto, das stand hier, dieses Kürbisauto einfach verkauft, um doppelt Geld zu bekommen. Und deswegen muss ich das Ganze jetzt auch ausbaden und einen Ersatz finden. Und nirgendwo würden wir ein besseres Auto finden als bei McDonald's, weil die haben ein Auto, das von der Form her zumindest richtig ähnlich ist zu dem, was wir verkauft haben gestern. Und das sollte kaum auffallen. Nämlich ist das Burger-Auto. Das müsste eigentlich hinterm Laden stehen. Oder jemand ist damit gerade unterwegs Essen liefern. Das kann nämlich auch sein. Ich würde sagen, wir gehen mal rein und fragen mal nach. So, schauen wir mal. Ah, da ist ein Verkäufer. Guten Tag. Hallo. Willkommen bei McDonald's. Das kann ich für Sie tun. Ja, ich hätte gern einmal ein Big Mac und eine Cola. Ah, ein Cheeseburger und Cola Light. Jupp. Nein, ein Big Mac und eine Cola, normale Cola. Ah, ein Big Mac und eine Cola. Und Ihr Lieferwagen, ist der gerade da? Weil ich glaube, dass ich da was vergessen habe irgendwie. Warum nur unser Lieferwagen? Was wollen Sie denn da? Ja, ich habe Essen geliefert bekommen und irgendwie war da, glaube ich, ein Problem. Ist Ihr Auto da, das Lieferauto? Ja, das müsste jeden Moment kommen. Warten Sie einen Moment. Ja, okay. Ich rufe ihn kurz an. Ja, machen Sie das. Ich war zu lang draußen, ne? Leute, anscheinend liefert gerade jemand Essen aus. Der müsste mich gleich kommen, weil ich sage euch ehrlich, ihr werdet das gleich erkennen. Das Auto ist von der Form genauso wie dieses Kürbisauto. Oder, Sir, was sagen Sie dazu? Waren Sie schon mal bei Stani Performance gewesen? Ich war noch nie. Okay. Also richtig viele Leute waren anscheinend noch nicht bei Stani Performance, so wie dieser Mann hier. Aber viele wissen es vielleicht nicht. Ihr könnt selber, wenn ihr einen PC habt und GTA, könnt ihr zu Stani Performance fahren und Stani selber auch ab und zu anzutreffen. Nämlich auf Paulberger RP, Leute. Da könnt ihr mit mir zusammen und mit vielen anderen YouTubern zusammenspielen. Aber ich würde sagen, schauen wir jetzt mal, ob das Auto jetzt hier endlich ankommt. Ich warte jetzt seit 5 Minuten schon und da kommt das Auto gerade an. Oha! Leute, das ist nämlich das Burger-Auto. Das ist von der Form her zumindest genauso wie das Kürbis-Auto. Moin, Meister, hallo. Moin. Ich soll die nächste Schicht übernehmen. Ich habe jetzt eine Lieferung, das Essen wird kalt. Gib mir mal den Schlüssel rüber, Essen wird kalt. Danke. Ich nehme dann deinen zusammen. Ja, ist okay. Leute, ist doch egal. Soll er mein Rainbow-Auto nehmen? Ich kann ja einfach ein neues besorgen. So, jetzt fahren wir erstmal los mit dem Burger-Auto. Also, wie bereits gesagt, ich hoffe nämlich, dass dieser Filmregisseur da keinen Unterschied merkt, weil ich habe ja sein Auto, dieses Kürbis-Auto, verkauft und er hat mir schon 3 Millionen Dollar dafür gegeben. Ich würde sagen, wir fahren erstmal zu Stani Performance zurück. Ich versuche das noch wenigstens ein bisschen zu tunen und dann können wir das Ganze verkaufen. Wie fährt der denn mit meinem Rainbow-Auto, verdammt? Fahren Sie vorsichtig. Also, rauf auf die Hebebühne und jetzt wird erstmal getunt. Wie weit ist denn... Oh, Leute, ich glaube, unser Mechaniker hat hier schon angefangen. Weil das Auto ist jetzt ja ein bisschen gelb mit schwarz. Lässt sich drüber streiten, ob man das wie so eine Biene tunen möchte, aber das passt eigentlich. Das ist gar nicht so schlimm.
Aber wir parken das erstmal zur Seite. Oh, Sir, ach so, Sie liefern mein Auto oder was wollen Sie hier? Ja, ich hab gesehen, dass Sie hier waren. Jo, ich die Schlüssel. Schönen Tag. Ja, danke. Oh mein Gott, Leute, ich hatte nämlich schon richtig Angst, dass ich mein Rainbow-Auto nicht zurückbekomme. Ich bin ja der Einzige, der so ein Auto hat. Aber jetzt kümmern wir uns um das Burger-Auto mit Senfantrieb, oder, Leute? Rauf auf die Hebebühne. Passt das Ganze überhaupt? Ja, so müsste das passen. Und jetzt schauen wir mal, was kann ich denn hier alles tunen? Natürlich, die Farbe werde ich wahrscheinlich nicht tunen können. Das ist nämlich sehr ärgerlich, weil der Kürbis ja eigentlich orange war. Aber na gut, wir werden dem Kunden natürlich einreden, dass er sich für dieses Auto entschieden hat. Und natürlich auch nicht anbieten, dass er ein neues sich mitnimmt. Ein Turbo können wir ja reinbauen. So ein kleines Motortuning habe ich jetzt hier auch eingebaut. Das Auto sollte jetzt deutlich schneller sein. So, und jetzt würde ich sagen, machen wir mal eine Probefahrt. Oh, da ist schon unser Mitarbeiter hier. Oh, oh. Der macht sich sehr gut. Moin, Manni. Machst du den Ferrari auch noch, oder? Ja, eine halbe Stunde fertig. Oh, sehr gut, sehr gut. Ich mach mal eine Probefahrt, ja? Also, das schauen wir uns eben schnell an. Und dann rufen wir schon den Kunden an, dass er sein Auto nämlich abholen kann. Oha, das ist ja richtig schnell. Aber weil dieser Radstand, nennt man das, weil die Reifen so nah beieinander sind, kann ich hier voll schlecht lenken, Leute. Aber das ist ja egal. Das ist ja nur ein Filmauto für einen Halloween-Film. Aber ein Halloween-Thema, Halloween ist hier verfehlt. Ich hoffe, dass der Kunde jetzt hier keine Probleme macht. So, ich habe die Nummer rausgesucht und jetzt rufen wir mal an. So, Stani Performance, Sie sprechen mit Candy. Sind Sie der Filmregisseur? Ja. Was ist denn jetzt mit dem Auto, ne? Das Auto ist fertig. Sie können das jetzt gerne abholen, ja? Nein, das Tag kommt vorbei. Bis gleich. Auf Wiedersehen. Jo. Leute, ich habe richtig Angst. Was denkt ihr? Wird der erkennen, dass das nicht das Kürbisauto ist? Zum Vergleich zeige ich euch nochmal das Kürbisauto, wie das ausgesehen hat. Nämlich war das so ein Kürbis, der sogar im Dunkeln leuchten kann und viel größere Reifen hat. Und unser Auto ist nur so ein billiger Burger mit so Gurkenreifen. Ich hoffe, dass denen das nicht auffällt. Oh, guten Tag. Da sind sie ja. Schönen guten Tag. Gut, also unser Mechaniker hatte noch einige Änderungen vorgenommen an ihrem Auto, was sie schon bezahlt haben für 3 Millionen Dollar. Und das hier ist ihr neues Halloween-Filmauto. Mann, soll das hier ernst sein, oder was? Was meinen Sie? Ist das hier ernst, oder was? Was ist denn jetzt los? Was meinen Sie denn? Das Auto ist getuned. Das ist Ihr Kürbisauto, aber mit einem Burger-Design. Warten Sie. Ich mach den Kürbistest. Warten Sie. Er macht den Kürbistest. Also, Sie können mir glauben, das Auto kann den Kürbistest bestehen, denke ich mal. Sie können mir alles erzählen, ey. Das ist doch alles eine Lüge hier. Nein, das ist keine Lüge. Manni, schnell. Jo, hier hinten. Hallo, was ist denn los? Manni, wo bist du denn? Hinten, in meinem Ferrari. Wo ist denn Manni? Da ist er. Hör, was macht der da? Jo. Manni, was machst du da? Vorne gibt's Stress mit dem Kunden. Oh, na, da habe ich ja das richtige Werkzeug, nicht? Nimm das mal mit, würde ich sagen. Manni, du musst den fertig machen, okay? Warte mal, du, Schmalspur. Nimm das Auto und hau ab, Junge. Nehmen Sie das Auto gekauft wie gesehen. Mir reicht jetzt mit dir. Los, sag was. War ein Missverständnis. Wie hat mein Missverständnis? Sag das nochmal und zahl den Jungen das Geld, ey. Das haben wir schon bekommen. Steigen Sie ein und machen Sie einen Abflug jetzt hier. Mach einen Abflug und geh zu Acrimic Security. Dann kriegst du vielleicht mal Schutz, Junge. So, Manni geht wieder. Gut, danke, Manni. Ja, das hat echt gut geklappt. Danke. Also, Sir, wie gesagt, nehmen Sie jetzt das Auto und fahren Sie los, ja? Mit meinem Handwerker wollen Sie sich nicht anlegen, mit meinem Mechaniker. Einsteigen jetzt. Wo ist eigentlich Stani Performance, ne? Stani ist gerade nicht da. Ich habe hier das Sagen. Ich mache hier nämlich aktuell ein Praktikum. Kein Wort, ey. Ich nehme jetzt das Auto mit, weil ich keinen Stress will, ey. Ja, besser ist das. Ja, und viel Glück bei Ihrem Halloween-Film. Und ganz vorsichtig, sonst kommt mein Mechaniker wieder. Genau das meine ich nämlich mit vorsichtig. Fahren Sie jetzt raus, ich habe noch mehr zu tun, ja? Ja, auf Wiedersehen. Guten Tag noch, tschüss. Hey, och Mann, egal. Leute, wir haben nämlich richtig Plus gemacht mit dem Deal, weil ich habe jetzt 3 Millionen Dollar geschenkt bekommen quasi, weil die eigentlich das Pumpkin-Auto, das Kürbis-Auto kaufen wollten. Ich würde sagen, das hat sich richtig gelohnt und weiter geht's. Wir nehmen die nächsten Kunden. Weiter geht's, würde ich sagen. Hä, wer ruft mich denn jetzt an? Hä, hallo? Ich glaube, das ist das Burger-Auto. Sind Sie der Filmproduzent? Ich sag, rausschauen? Was ist denn da los, Sir? Was machen Sie da?
Warten Sie mal, ich schau mal schnell. Was macht der da? Ich glaube, der will die Kunden überfahren oder so. Hey, aufhören oder ich mach hier Burger-Auto kaputt. Jetzt mach ich den Abflug. Ist mir doch egal. Was glaubst du, weg wer du bist? Ihm. Weg oder ich schieße. Ausgewichen. Ha, du kannst weg. Eh nix, oh Junge. Mann, Leute, ich schieße mal daneben, ey. Nein. Ey, du bist so schlecht, Mann. Nicht jetzt mal Standard-Performance kriegt das hin, ey. Warum macht er denn jetzt so Stress? Oh, jetzt hauen Spur. Sie ich ab werd mit dich kriegen, Burger-Auto. Ey. Ich werde dich einkriegen. Schmutz-Standard-Performance. Oh, Schmutz. Jetzt fahren Sie doch endlich mal weg. Wie oft soll ich es denn noch sagen? Okay, Leute, er ist weggefahren. Sehr gut. Ey, nein, ich habe das Gefühl, die werden richtig Stress noch machen. So, weiter geht's. Der nächste Kunde, bitte. Reinkommen. Hallo. Der nächste, bitte. Hallo. Hi, ich würde gerne ein Auto kaufen. Guten Tag. Schönen guten Tag, ja, die Dame. Ja. Herzlich willkommen bei Stanni Performance, Ihre Autotuning-Werkstatt und Autohaus. Was kann ich für Sie tun? Wofür begeistern Sie sich heute? Darf es vielleicht hinten so ein SUV sein? Oder vielleicht doch so ein Kampfauto denn? Oder ein Motorrad? Jo, hör mal zu, du Buntimann. Ja? Ja, hör mal zu, du. Ja? Ne? Ich komme ja von der Grove Street, ne? Okay. Weißt du, wer ich bin? Ne, weißt du nicht, ja? Jetzt hör mal zu, ey. Ja? Ich will so ein richtig buntes Auto, was pink ist und so, ja? Für buntes meine Friend. Buntes Auto? Ja, genau. Ja, ich hab da, glaube ich, was. Leute, eigentlich will ich das Auto gar nicht verkaufen, aber ich habe da schon einen Plan. Dieses Rainbow-Auto habe ich hier. Lamborghini. Ja, 3000 ja. PS, 5000 km/h und richtig, richtig cool das Auto. 5 Millionen Dollar, nur noch heute. 5 Millionen, ja? Ja. 5 Millionen. Hör mal zu. Du weißt wohl nicht, wer ich bin, ja? Wer sind Sie denn? Ich geb dir 2 Millionen und ja. Kriegst Schutz von den Grove Street, ja? Schutz. Ja. Leute, wir wollten eine E-Security haben, aber ich sag euch ehrlich, ich will die eigentlich nur abziehen. Ich verkaufe nämlich mein altes Rainbow-Auto. Wenn ihr euch noch erinnert, das sieht nämlich so aus. Denn ich hatte ja immer ein Rainbow-Auto eigentlich gehabt, das so ähnlich aussieht, aber natürlich viel schmalspuriger ist. Und das würde ich ganz gern verkaufen eigentlich. Und Leute, mir ist nämlich eingefallen, schreibt mir mal in die Kommentare, wenn ich mal mit Facecam-Videos machen soll, damit ihr mich endlich mal sehen könnt, Leute. Ich würde sagen, bei 15.000 Abos zeige ich mich. Also, junge Dame, wollen Sie es kaufen? Ja, Sie haben gesagt, 2 Millionen. Aber auch. Ja, das ist nicht zum Verkauf. Dieses Auto ist das Einzige, das zum Verkauf steht. Okay, 3 Millionen Dollar, nur noch heute. Geben Sie mir jetzt das Geld, können Sie nachher abholen. 2 Millionen, ich gebe dir Schutz, ja? Nee, Schutz brauchen wir nicht. 2,5 Millionen und Sie lassen mich jetzt in Ruhe. Ja, das hört sich gut an, bitte schön. Also, Sie sind wirklich eine harte Verhandlungspartnerin, aber 2,5 Millionen, das ist gebongt. Nein, 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 warten Sie. Hey, ich muss das Auto, ich muss das Auto doch noch aufbereiten, noch mal tunen für Sie. Und dann können Sie es haben, das geht doch so nicht. Okay, bis in einer halben Stunde. Ja, bis gleich. Gut, Leute, ich würde sagen, ja, das klappt ganz gut. Wir fahren jetzt nämlich zu mir nach Hause, mein altes Haus, da werde ich mir ein Taxi rufen und holen das alte Auto ab. Das können wir für 2,5 Millionen richtig easy verkaufen. Also, Mr. Taxifahrer, wir sind eigentlich da. Da vorne ist es nämlich schon. Die 007, da muss ich raus. Si, 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 Senor, ich lasse Sie gleich raus. Dankeschön, vielen Dank. Jo, jo. Tschüss, tschüss. Also Leute, jetzt geht's los, weil jetzt klauen wir... Was heißt klauen? Das ist ja mein eigenes Auto. Wir verkaufen jetzt nämlich mein altes Rainbow-Auto. Ihr werdet euch sicherlich noch erinnern. Das verkaufen wir jetzt nämlich für 2,5 Millionen Dollar. Let's go. So, und da steht's auch schon. Oh Mann, Leute, das ist natürlich ein cooles Auto, aber natürlich lange nicht so cool wie der Lamborghini. Und das können wir richtig easy verkaufen. Jetzt fahren wir erstmal zurück und dann machen wir den Deal, Leute. Angekommen bei Stanni Performance. Fahren wir jetzt erstmal rein und dann rauf auf den Stellplatz. Wir müssen den Lamborghini natürlich noch vorher verstecken. Den fahren wir nämlich runter in unseren geheimen Bunker. Stanni denkt nämlich, ich kenne den noch gar nicht. Weil Stanni meinte in seinem Video, er will mir den gar nicht zeigen. Aber ich weiß doch, wo der ist. Ich habe es doch gesehen in seinen Videos. Hä? Deswegen fahren wir hier einfach mal durch, hier vorbei, dann natürlich hier in diese Tuning-Werkstatt und hier runter. Zack, da stehen auch schon 1, 2 Autos von Stanni noch und daneben gestellt unser Rainbow-Lamborghini. Also Autos abgestellt, natürlich nochmal sauber gemacht und jetzt rufe ich die Kundin eben an. Schauen wir mal, ob sie rangeht. Oh Mann, ich zeig das Auto noch nicht. So, hallo. Ach, Sie sind Hi. Schon vorm Laden, ich sehe Sie schon. Ja, dann kommen Sie rein, Ihr Auto ist fertig, ja? Okay, haben es gleich. Gut, Leute, let's go. Ah, da sind Sie schon, sehr gut. Hier ist Ihr Auto. Leute, die hat doch keine Ahnung von Autos, hier wird das gar nicht auffallen. Ja, dann würde ich sagen, einsteigen und los. Oha, ja, einsteigen und losfahren und auf Wiedersehen, ja? Vielen Dank, dass Sie bei Stanni Performance waren.
dann Performance bester Laden. Wow. Oh, klappt das so einfach jetzt? Hä? Wie einfach ist das denn gewesen? Die fährt jetzt einfach. Die sagt ja gar nichts. Das ist doch nicht mal ansatzweise ein Lamborghini, Leute. Naja, ich würde sagen, wir haben es geschafft. Nochmal 3 Millionen, naja, 2,5 Millionen Dollar on top. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Ciao mit Au.